Ich möchte mit euch ganz gerne ein paar Gedanken zu den vier edlen Wahrheiten teilen. Die vier edlen Wahrheiten und der edle achtfache Pfad sind das Herz von Buddhas Lehre. Sie sind eine Frucht der Nacht der Erleuchtung und kommen schon in Buddhas erster Lehrrede im Wildpark von Isipatana vor. Und der Buddha hat später unzählige Male darauf Bezug genommen. Er sagt, dass er sich ab dem Zeitpunkt als vollkommen erleuchtet betrachtet hat, als er die vier edlen Wahrheiten erkannt hatte. In der ersten edlen Wahrheit sagt der Buddha, dass Geburt, Alter, Krankheit und Tod mit Leiden verbunden sind, aber auch Kummer, Jammer, seelischer Schmerz und Aufgeregtheit. Das klingt wenig überraschend, und ich denke, wir alle können dem zustimmen, ohne lange nachdenken zu müssen. Und wir sollten nicht zu viel in diese erste Wahrheit hineininterpretieren. Die vier edlen Wahrheiten sind überhaupt besser zu verstehen, wenn wir sie nicht als vier eigenständige Wahrheiten sehen, sondern eher als Gedankengang in vier Schritten. Und dieser Gedankengang beginnt mit der Problemstellung. Der Buddha erinnert uns an unser Leiden. In der zweiten edlen Wahrheit benennt der Buddha die wahre Ursache des Leidens. Dies ist das Verlangen, das Begehren, die Gier nach Sinnesgenüssen, nach Leben oder nach Sterben. In Sanskrit steht für dieses Verlangen Trishna, in Pali Tanha, was wörtlich übersetzt Durst bedeutet. Ich denke, das können wir gut nachvollziehen, dass Verlangen leicht zu Leiden führen kann. Wir übernachten zum Beispiel in einem Hotel, kommen frohgemut zum Frühstücksbuffet, freuen uns auf ein gemütliches und ausgiebiges Frühstück und müssen feststellen, dass es kein Vollkornbrot gibt oder kein weichgekochtes Ei oder keinen Cappuccino. Die Stimmung schlägt sofort um und schlechte Laune macht sich breit. Noch ausgeprägter ist dieser Effekt bei alten Gewohnheiten oder wenn wir annehmen, wir bräuchten etwas, wie zum Beispiel einen morgendlichen Kaffee. Und wenn wir Raucher sind, dann wissen wir sehr genau, wie unangenehm es sein kann, wenn dieses Verlangen nicht befriedigt werden kann. Verlangen kann also sehr leicht zu Leiden führen und ist deswegen eine Ursache für Leiden. Aber ist es die einzige? Was ist mit Angst und Wut und solchen Sachen? Thay weist in seinem Buch, also Thay ist, so nennen wir unseren Lehrer Thich Nhat Hanh. Thay ist vietnamesisch und bedeutet einfach Lehrer. Thay weist in seinem Buch das Herz von Buddhas Lehre darauf hin, dass in den Sutren häufig wiederkehrende Aufzählungen von Begriffen oft durch den ersten Begriff in der Aufzählung ersetzt wurden. Thay geht davon aus, dass man die Sutren auf diese Weise kürzer machen wollte, damit sie leichter auswendig zu lernen sind. So steht das Wort Auge oft an Stellen, an denen offensichtlich alle sechs Sinnestore, nämlich Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper und Geist gemeint sind. Und Form oder Körper steht oft für alle Skandhas, nämlich Form bzw. Körper, Sinneseindrücke, Wahrnehmungen, Willenskraft und Bewusstsein. Aus diesen Gründen sieht Thay den Begriff Verlangen bzw. Gier als Kurzform für alle quälenden, leidenschaftenden Geistesformationen, die auf Sanskrit Kleshas genannt werden. Wenn man den Buddha so versteht, dann bedeutet die zweite edle Wahrheit also, dass die quälenden, die leidenschaftenden Geistesformationen die Ursache des Leidens sind. Diese Aussage klingt zunächst banal, weil dass die Kleshas Leiden schaffen können, ist ja klar, sonst wären sie keine Kleshas. Sonst könnte man sie ja nicht leidenschaffende Geistesformationen nennen. Interessant ist aber was ganz was anderes. Wenn wir jemanden fragen, was hast du, was fehlt dir, worunter leidest du, dann können wir viele verschiedene Antworten bekommen. Es werden Krankheiten, Trennungen, Todesfälle, Schmerzen
und Ähnliches als Gründe für Leiden genannt. Oder wenn wir an unser Beispiel mit dem Frühstücksbuffet denken, dann wird das Fehlen von Vollkornbrot, weichgekochten Eiern oder Cappuccino als Grund genannt werden. Aber wer sagt schon, mir geht es schlecht, weil ich gerade voller Ärger bin? Immer machen wir die anderen oder die äußeren Umstände für unser Leiden verantwortlich, nicht unsere Gefühle. Wir haben ein Drei-Sterne-Hotel gebucht und bekommen keine weichen Eier. Was für eine Frechheit. Darüber muss man sich ja ärgern. Und wir meinen, nur weil wir uns darüber ärgern, müsse man sich darüber ärgern. In Wahrheit haben wir aber nie darüber nachgedacht. Wir meinen das nur deshalb, weil die meisten anderen Menschen das meinen. Wir haben das einfach von unseren Vorfahren bzw. unserem kollektiven Bewusstsein unserer Gesellschaft übernommen. Und das war zu Buddhas Zeit nicht anders. Aber der Buddha hat darüber nachgedacht und er hat erkannt, dass die Kleshas Reaktionen auf äußere Umstände sind und dass es kein Naturgesetz gibt, welche Umstände welche Gefühle auslösen. Wenn uns gewisse Dinge ärgerlich machen, so steht kein Naturgesetz dahinter, sondern nur eine Gewohnheit. Und das ist unsere eigene Gewohnheit. Und Gewohnheiten kann man sich angewöhnen und auch wieder abgewöhnen. Wenn wir leiden, dann leiden wir eigentlich nicht unter den äußeren Umständen, sondern wir leiden an unseren unheilsamen Reaktionen auf diese Umstände. Ja, schön, dass wir den Verstärker da haben. Jetzt ist es doch recht laut, aber wir können auch uns darauf einstellen. Der Regen prasselt ziemlich stark runter. Ja, wir leiden also an unseren unheilsamen Reaktionen auf äußere Umstände. Und wir können das leicht überprüfen, wenn wir unsere Umgebung, wenn wir die anderen Menschen in unserer Umgebung beobachten. Wir können dann sehr leicht erkennen, dass verschiedene Menschen in gewissen Situationen tatsächlich sehr verschieden reagieren. Es ist also kein Naturgesetz, das die Reaktionen von Menschen in gewissen Situationen festlegt. Und wenn wir uns weiter umsehen, dann werden wir auch bemerken, dass manche Menschen heute anders mit gewissen Situationen umgehen, als sie das früher taten. Wenn sich diese Menschen ändern konnten, dann können wir uns auch ändern. Diese Einsicht, diese Art, das Thema anzugehen, ist nicht nur angenehm. Sie hat auch eine bittere Seite. Einerseits zeigt sie uns einen Heilsweg auf, zeigt uns einen Weg, wie wir uns von den leidvollen Gefühlen befreien können. Aber andererseits gibt sie uns auch die Verantwortung für unsere Gefühle. Wir können die anderen nicht mehr für unser Leid verantwortlich machen. Wir können nicht mehr einfach sagen, du machst mich ärgerlich, ohne zu sehen, dass wir eigentlich sagen müssten, das macht mich ärgerlich. Und dass wir damit über unsere eigenen Schwächen und nicht über die des Partners sprechen. Die anderen sind natürlich für ihre Taten verantwortlich, aber nicht für unsere Gefühle. Der Partner ist verantwortlich dafür, dass er nicht zur vereinbarten Zeit angerufen hat. Aber wir sind selber dafür verantwortlich, dass wir nicht schlafen konnten, weil wir befürchteten, ihm sei etwas Schlimmes zugestoßen. In der dritten edlen Wahrheit sagt der Buddha, dass das Leiden verschwindet, wenn die leidauslösenden Gefühle verschwinden. Das ist eine tröstliche Aussage. Es ist ja nicht immer und überall so, dass man ein unheilvolles Geschehen einfach dadurch beenden kann, dass man die Ursache entfernt. Wenn man mit einem Streichholz ein Feuer entfacht hat, hilft es wenig, das Streichholz auszublasen. Aber das Leiden hört auf, wenn die Wut verraucht ist, wenn die Angst verschwunden ist. Und in der vierten edlen Wahrheit zeigt der Buddha 8 Übungsfelder auf, den edlen achtfachen Pfad, dessen Beschreiten zum Überwinden des Leidens führt. Die ersten beiden Übungsfelder heißen rechte Ansicht und rechtes Denken.
Sie werden oft unter dem Begriff Weisheit zusammengefasst. Die nächsten drei, rechte Rede, rechtes Handeln und rechter Lebenserwerb, gehören zum Thema Ethik. Und die letzten drei, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Konzentration, gehören zum Thema Sammlung des Geistes. Schauen wir uns zunächst das Thema rechte Ansicht an. Mit Ansichten sind Vorstellungen, Einstellungen, geistige Haltungen und Anschauungen gemeint. Falsche Ansichten lassen uns leiden. Rechte Ansichten helfen uns, das Leiden zu überwinden. Die leidauslösenden Gefühle wie Ärger, Wut, Angst und Traurigkeit kommen bei gewissen Gelegenheiten aus dem Unbewussten, ohne dass wir etwas dazu getan haben. Sie kommen einfach. Wir können sie in aller Regel nicht auslösen, willkürlich, und wir können auch nicht verhindern, dass sie kommen. Sie sind eben unwillkürlich. Sie kommen manchmal. Aber sie entstehen nicht zufällig, sondern sie entstehen auf Grundlage unserer Ansichten, Vorstellungen, Einstellungen, geistigen Haltungen und Anschauungen. Und diese Grundlage, aus der die Gefühle kommen, können wir ändern. Können wir durch unser Denken beeinflussen. Stellen wir uns einmal vor, wir fahren mit gemächlichem Tempo auf der Autobahn und überholen einen Lastwagen. Plötzlich sehen wir im Rückspiegel ein Licht blitzen und einen Wagen mit hohem Tempo auf uns zurasen. Der Wagen bremst scharf ab und fährt dicht auf. Vielleicht ärgern wir uns über den Drängler. Oder wir haben Angst. Oft entsteht zuerst die Angst und daraus entsteht der Ärger. Nämlich der Ärger darüber, dass uns Furcht eingeflößt wurde. Nun wissen wir, wenn wir schon eine Zeit lang Meditationserfahrung haben und uns ein bisschen auskennen im Buddhismus, dass Atmen, achtsames Atmen, der beste Weg ist, uns wieder zu beruhigen. Aber was können wir tun, damit wir uns beim nächsten Mal weniger aufregen? Damit wir anders mit der Situation umgehen? Gibt es eine Vorbeugung dagegen? Und um dem uns ein bisschen anzunähern, versuchen wir uns mal vorzustellen, wie es dem Drängler geht. Wir wissen sehr wenig über ihn. In aller Regel werden wir kein Gesicht im Rückspiegel erkennen. Aber eins ist doch klar. Er hat es verdammt eilig. Wir wissen nicht warum. Wir wissen nicht, ob er einen guten Grund dafür hat oder nicht. Aber was ist eigentlich ein guter Grund? Gute Frage, gell? Ist ein guter Grund vielleicht gerade ein Grund, der uns selber zum Drängeln verleiten würde? Aber egal, kommen wir zurück zum Thema. Wir haben also keine Ahnung über den Grund. Aber wir wissen, der Drängler hat es verdammt eilig. Er sitzt sozusagen auf Kohlen. Wir als erfahrene Buddhisten sitzen zufrieden in unserem Auto, genießen das Leben im Allgemeinen, das Autofahren im Besonderen, und der arme Drängler sitzt auf Kohlen. Hält es nicht aus, hinter uns herzufahren? Müsste jetzt nicht an dieser Stelle Mitgefühl entstehen? Ja, wenn wir aus Mitgefühl dem Drängler Platz machen, fühlen wir uns gut. Wir fühlen uns nicht gehetzt, nicht gedrängelt und nicht herumgeschubst. Wir fühlen uns gut, weil wir beigetragen haben dazu, Leid zu lindern. Es kommt dabei ganz entscheidend auf die Motivation an. Das, was wirklich, es kommt immer auf das eigene Empfinden an, ja, auf das Denken, was dahinter steht. Und wenn wir solche Gedanken hegen, dann legen wir mit diesen Gedanken die Samen für eine andere Einstellung. Und wenn wir öfters so gedacht haben, werden wir eines Tages einen Drängler im Rückspiegel sehen und Mitgefühl für diesen armen, gehetzten Menschen wird entstehen, bevor irgendein negativer Gedanke oder ein negatives Gefühl auftaucht. Wir werden den Platz machen, mit dem Gefühl, einem armen Menschen geholfen zu haben. Und ganz allgemein gesprochen ist der Straßenverkehr ein herrliches Übungsfeld für uns. Es ist schier unglaublich, wie verschieden man den Münchner Stadtverkehr erleben kann. Manche erleben Hektik, Rücksichtslosigkeit und Drängelei, andere ein friedliches Fließen und manchmal auch Steckenbleiben. Man fragt sich da, ob die überhaupt von derselben Stadt sprechen. Aber es ist die Einstellung, die das Erleben formt. Wenn ich mir vorstelle, was ein ordentlicher Autofahrer tun darf und was nicht, ist der Ärger programmiert.
Natürlich werden mir in einer Stadt wie München viele Leute begegnen, die sich nicht an diese Regeln halten. Ganz egal, was ich mir ausgedacht habe. Ganz besonders, wenn ich mir ausdenke, sie sollen sich alle genau an die Straßenverkehrsordnung halten. Kann ich mich dauernd ärgern. Es ist besser, die Leute so anzunehmen, wie sie sind. So wie wir das auch mit Wetter machen sollten. Und mit unserem Partner. Wenn ich mir vorstelle, wie sich ein Partner verhalten sollte, dann ist der Ärger programmiert. Natürlich wird mein Partner nicht meinen Vorstellungen entsprechen. Das heißt, in manchen Vorstellungen schon, deswegen sind wir ja zusammen, und in anderen Punkten eben nicht. Aber um die geht es. Wie gehe ich damit um? Wünsche ich mir, dass sich mein Partner ändert? Versuche ich ihn zu ändern? Oder kann ich ihn so lieben und so sein lassen, wie er ist? Auf jeden Fall brauchen solche Änderungen der Einstellung Zeit. Die neue, die bessere Einstellung ist ebenso wie die alte eine Vorstellung oder ein Same, wie Tai gerne sagt, eine Gewohnheitsenergie. Sie ist etwas, das eingeübt werden muss. Und wenn wir uns fest entschlossen haben, in Zukunft anders mit der Situation umzugehen, wird vielleicht beim nächsten Mal dennoch das alte Verhaltensmuster ablaufen. Es ist halt durch jahrelanges Verwenden sehr stark geworden. Und die neue, die bessere Einstellung ist noch schwach. Aber wir können uns vielleicht schneller wieder beruhigen. Unsere Achtsamkeit lässt uns erkennen, dass das alte Verhaltensmuster abgelaufen ist. Und wir wissen mittlerweile, dass es viel Leid verursacht. Und wir erinnern uns an die neue Einstellung und die damit verbundenen Reaktionen. Und wir denken an sie und nehmen uns vor, das nächste Mal geschickter zu reagieren. Und damit stärken wir die neue, bessere Einstellung, obwohl das alte Verhaltensmuster abgelaufen ist. Grundsätzlich stärken wir die neue Einstellung jedes Mal, wenn wir daran denken. Vielleicht meinen wir, wir hätten versagt, weil wir unseren Vorsatz nicht umsetzen konnten. Wir hatten uns so sehr gewünscht, besser zu reagieren. Und doch haben wir wieder so reagiert wie immer. Aber das stimmt nicht. Wir haben das neue, bessere Verhalten, die neue Gewohnheitsenergie dadurch gestärkt, dass wir an sie gedacht haben, dass wir sie uns gewünscht haben. Und wir haben die alte Gewohnheitsenergie geschwächt, weil wir sie mit dem von ihr ausgelösten Leid in Verbindung gebracht haben. Das war zwar alles erst im Nachhinein, aber es ist dennoch wirksam. Solche Gedanken sind sehr wichtig für unser geistiges Wachstum. Unsere Gedanken sind eine Art Nahrung für unseren Geist. Wenn der Buddha das Bewusstsein als vierte Art der Nahrung bezeichnet, dann meint er damit, dass das, was in unserem Bewusstsein geschieht, also die Gedanken, die dort entstehen, unseren Geist beeinflusst. Mit unseren Gedanken formen wir unseren Geist. Wir unterschätzen oft die Wirkung, weil es nur in behutsamen, nur in kleinen Schritten geht. Wir denken, wir könnten unseren Geist und unsere Gewohnheiten nicht ändern. Wir denken, Gedanken wären nur Wassertropfen und die alten Gewohnheiten wären stark wie Felsen. Aber doch wissen wir, dass steter Tropfen den Stein höhlt. Yehudi Menuhin, ein berühmter Geiger, hat gesagt, dass er eine schwierige Passage in einem Stück erst dann wirklich kann, wenn er sie 7-mal hintereinander fehlerfrei gespielt hat. Dann ist, nach seiner Erfahrung, das neue Bewegungsmuster im Unbewussten so stark verankert, dass es beim Anblick der Noten sicher abgespult werden kann. Und wenn wir diese Aussage auf unser Thema beziehen, dann würde das bedeuten, dass wir erst 7-mal hintereinander mit der neuen Einstellung und dem neuen Gewohnheitsmuster auf eine Situation reagiert haben müssen, bis wir sagen können, wir hätten die alte Gewohnheit vollständig überwunden. Ja, vielleicht ist es so. Aber glücklicherweise müssen wir nicht perfekt sein. Und wenn wir nur hin und wieder geschickter reagieren, dann geht es uns schon viel besser. Wir müssen nicht gleich 100% anstreben. Wir können aber auch von den Skifahrern lernen. Slalomläufer müssen innerhalb möglichst kurzer Zeit durch viele unregelmäßig gesetzte Tore fahren. Wenn wir jetzt Yehudi Menuhins Aussage
drauf anwenden, müssten Sie die Strecke so oft üben, bis Sie 7-mal hintereinander fehlerfrei durchgekommen sind. Dann würden Sie den Ablauf auswendig kennen und könnten mit großer Sicherheit schnell durch die Tore fahren. Aber Sie dürfen eben nicht üben. Kein einziges Mal. Und was machen Sie? Sie gehen langsam neben der Strecke den Berg hinauf, merken sich jedes einzelne Tor, betrachten genau, wie es zum vorigen und zum nächsten Tor steht, wie es zum Hang steht, wie der Schnee ist und was es sonst für Besonderheiten gibt. Und das lernen Sie auswendig. Und dann fahren Sie im Kopf die Strecke ab. Üben den Bewegungsablauf mental, also nur in der Vorstellung, nur im Kopf. Und das hilft. Obwohl Sie die Bewegungen sozusagen sich nur vorstellen, nur machen, können Sie sie dadurch einüben, um sie nachher schnell und fehlerfrei abzuspulen beim einzigen Versuch, den Sie bekommen auf der Strecke. Es gibt ja keine Korrekturmöglichkeit. Das heißt, man kann sogar Bewegungen im Kopf üben, ohne sie auszuführen. Und das Gleiche gilt für Reaktionen im täglichen Leben. Wenn wir uns vorstellen, wie wir in einer schwierigen Situation auf neue Weise, auf geschicktere Weise reagieren, und zwar ganz konkret, ganz bildlich, wie in einem Film, wenn wir das richtig erleben, dann erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass es beim nächsten Mal klappt. Und wenn wir zu Sorgen neigen und uns vorstellen, wie wir es wieder falsch machen, dann stärken wir das alte, leidbringende Verhaltensmuster. Es ist eben nicht gleich, was wir denken. Ganz im Gegenteil. Es kommt vor allem darauf, was wir denken. Denn die Gedanken formen unseren Geist und damit unser Verhalten und unsere Zukunft. Nun zum Thema Ethik. Der Buddha hat uns rechte Rede, rechtes Handeln und rechten Lebenserwerb im edlen achtfachen Pfad empfohlen. Rechtes Handeln bedeutet nicht töten, nicht stehlen, kein sexuelles Fehlverhalten, nicht lügen und keine berauschenden Substanzen zu sich zu nehmen. Thay hat die 5 Shilas, wie man diese 5 Bestandteile rechten Handels nennt, wunderschön ausgearbeitet und ausformuliert für die heutige Zeit. Er nennt die 5 Shilas in seiner Ausarbeitung die 5 Achtsamkeitsübungen. Christliche Ethik und buddhistische Ethik sind so nah beieinander, dass wir die 5 Achtsamkeitsübungen gut verstehen und nachvollziehen können, wenn wir Thays Text lesen. Ich möchte deshalb in diesem Vortrag lieber auf einen weniger offensichtlichen Zusammenhang eingehen. Das heißt auf die Frage, warum wir ethisches Verhalten brauchen, um unser Leiden zu überwinden. Im Christentum stellt sich diese Frage nicht. Die ethischen Normen kommen von Gott oder Jesus, die kann man bzw. darf man nicht hinterfragen. Aber im Buddhismus ist es genau umgekehrt. Man sollte bzw. man muss die ethischen Normen hinterfragen, wenn man die Lehre wirklich tief verstehen will. Und da es in Buddhas Lehre letztlich immer um das Leiden und seine Überwindung geht, muss es da einen Zusammenhang geben. Wenn wir viel Übung und auch Erfolg haben im Arbeiten mit unseren Ansichten, so wie ich das vorhin beschrieben habe, und schon einiges Leiden überwunden haben, dann merken wir irgendwann, dass ganz tief hinter unseren Schwierigkeiten und Ängsten, ganz tief unten im Geist, die Angst vor dem Tod schlummert. Und diese Angst, so verborgen sie auch sein mag, hat viel Einfluss auf unseren Geist und vor allem auf die anderen Ängste. Sie ist sozusagen die Mutter aller Ängste, die Quelle, aus der immer wieder Ängste entstehen können. Und wir können auch mit dieser Angst, mit der Angst vor dem Tod, so umgehen, wie wir das gerade besprochen haben. Wir können uns fragen, welche Einstellung, welche Haltung, welche Vorstellung ist eigentlich die Grundlage für meine Angst vor dem Tod? Das ist keine einfache Frage, aber umso besser, dass der Buddha sie schon beantwortet hat. Es ist unsere Vorstellung von einem eigenständig existierenden, unabhängigen Ich. Was meine ich damit? Wir reden gerne von Umwelt. Umwelt, das ist ein verräterisches, aber deshalb auch wunderbares Wort. Was ist Umwelt?
Nun ja, wie der Name schon sagt, die Welt um uns herum. Wir teilen also in unserem Denken, in unserer Vorstellung die Welt in zwei Teile auf. Uns selbst und unsere Umwelt. Das Ich und seine Umwelt. Wir stellen uns vor, dass dieses Ich in eine Welt geworfen wurde und sich dort bewähren muss. Möglichst lange überleben, möglichst viel Spaß haben, einen verdeckten göttlichen Plan finden und ausführen oder was auch immer machen muss. Jedenfalls machen wir uns einen Haufen Gedanken über dieses Ich und was es in dieser Umwelt und mit dieser Umwelt machen soll. Aus Buddhas Sicht führt dieses Denken in die Irre, weil es schon vom falschen Ansatz ausgeht. Wobei das Wort falsch hier nicht falsch verstanden werden darf. Toller Satz. Natürlich kann man die Welt als Ich und Umwelt sehen und erleben. Und wir tun das in unserer Gesellschaft ja auch gewohnheitsmäßig so. Und es mag auch gewisse Vorteile haben. Aber wenn wir weniger leiden wollen, wenn wir glücklicher leben wollen, dann sollten wir dem Rat des Buddha folgen und unser Denken ändern. Diese Ich-Vorstellung, diese Trennung der Welt in Ich und Umwelt, ist nur eine Vorstellung. Man sollte meinen, dass sie leicht durch eine andere ersetzt werden könne. Aber wir haben diese Vorstellung über Jahre und Jahrzehnte mit unzähligen Gedanken genährt, denen diese Ich-Vorstellung zugrunde lag. Diese Vorstellung ist deswegen sehr fest in unserem Geist verankert. Aber sie ist nicht unveränderlich. Und es geht auch hier wieder um Übung. Wenn wir hingegen an das Gemeinwohl denken, liegt unseren Gedanken nicht die Ich-Vorstellung zugrunde. Wir identifizieren uns zumindest in diesen Gedanken, zu diesem Zeitpunkt, mit dem großen Ganzen und suchen eine Lösung, die dem großen Ganzen dient. Wir nähren die Vorstellung, dass wir das große Ganze bzw. ein Teil davon sind. So wie auch jedes Organ in unserem Körper ein Teil des Körpers ist und sinnvollerweise für das Wohl des ganzen Körpers arbeitet. Die Leber sagt auch nicht, was soll ich mit dem ganzen Dreck, kümmert euch doch selber drum. Und wenn die Leber das eines Tages wegen jahrelanger Überlastung doch einmal tut, dann haben wir ein echtes Problem. Und wenn unsere Gedanken um das kleine Ich kreisen und wir unseren Vorteil suchen oder uns Sorgen machen, dann nähren wir die Ich-Vorstellung, die die unterste Grundlage unseres Leidens ist. Wenn wir unser Denken auf etwas richten, das größer als wir selber ist, sei es die Familie, die Abteilung, die Firma, dann entziehen wir der Ich-Vorstellung die Nahrung. Wir nähren eine andere Ich-Vorstellung, nämlich die Identifikation mit Familie, Abteilung oder Firma. Das ist zwar besser, als sich mit dem kleinen Ich zu identifizieren, aber auch nicht ideal. Als der Buddha am Ende der Nacht der Erleuchtung den Morgenstern aufgehen sah, also die Venus am Morgenhimmel, dachte er sich, du und ich, wir sind von derselben Natur. Ist das nicht schön? Der Buddha und die Venus sind von derselben Natur. Ja, der Buddha und die Venus, du und ich, der Baum, die Blume und der Vogel, wir sind alle von derselben Natur. Wir sind alle Zellen dieser wundervollen Welt. Und Tai geht in seinem Buch Liebesbrief an die Erde ganz klar und entschieden den Weg, die Identifikation mit der Erde anzustreben. Das ist einerseits gerade noch gut vorstellbar, nicht zu abstrakt, im Gegensatz zum ganzen Weltall, und andererseits groß genug, um das Leiden zu überwinden. Ich persönlich gehe davon aus, dass dieses Buch historische Bedeutung erlangen wird. Es beantwortet nämlich die schwierigste Frage beim Studium des Buddhismus unglaublich einfach und klar. Und das ist nämlich die Frage, was der Buddha mit Nicht-Ich oder Nicht-Selbst gemeint hat und was man sich darunter vorstellen soll. Und die Antwort ist, stell dir vor, du bist die Erde. Entscheide und handle aus dieser Vorstellung, aus diesem Blickwinkel.
Lest euch einmal die 5 Achtsamkeitsübungen aufmerksam durch und ihr werdet merken, dass der ganze Text aus dem Blickwinkel des Nicht-Ich formuliert ist, dass es immer um das große Ganze geht. Und ich möchte an dieser Stelle noch mit einem weit verbreiteten Missverständnis vorbeugen. Wenn ich für ein Problem die beste Lösung aus der Sicht des großen Ganzen anstrebe, ist das nicht unbedingt die beste Lösung für die anderen. Ja, also dieses Denken, was ich hier jetzt propagiere, ist nicht Altruismus, so wie man ihn normal versteht. Denn ich bin ja auch ein Teil des großen Ganzen. Und noch dazu ein ziemlich naheliegender. Ja? Wie könnte ich und sollte ich mich vergessen? Eine gute Lösung aus der Sicht des großen Ganzen anstreben, dann ist das eher so, wie wenn ein weißer und neutraler Dritter eine gute Lösung suchen würde. Und die kann durchaus auch mal zu meinen Gunsten ausgehen. Ja? Gut. Ja, und das letzte der drei Gruppen ist die Sammlung des Geistes. Die drei Gruppen des edlen achtfachen Pfades heißen rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Konzentration. Achtsamkeit allein ist schon ein abendfüllendes Thema und ich möchte deshalb hier nur erwähnen, dass der Achtsamkeit in unserer Tradition eine besondere Bedeutung beigemessen wird. Nur wenn wir achtsam sind, wenn wir uns unseres eigenen Verhaltens und Erlebens bewusst sind, nur dann können wir erkennen, woher unser Leiden kommt. Nur dann können wir Abhilfe schaffen. Wenn ich abends gereizt bin und wegen jeder Kleinigkeit mit meinem Partner streite, ist das schlecht. Wenn ich weiß, dass ich von der Arbeit gereizt und unleidlich bin und das auch sagen kann, ist das schon ein bisschen besser. Aber erst wenn ich weiß, welche Sätze, welche Verhaltensweisen, welche Personen mich geärgert oder verletzt haben, kann ich die Ursachen in meiner Einstellung suchen, finden und ändern. Alles, was wir vorhin zum Thema rechte Ansicht besprochen haben, kann nur dann stattfinden, wenn wir unser Leid bestimmten, konkreten Situationen zuordnen können. Außerdem ist die Achtsamkeit Voraussetzung dafür, dass wir die vielen nährenden und heilenden Elemente um uns herum wahrnehmen und in uns aufnehmen können, dass wir davon profitieren können. Die Natur hat einen unglaublich stabilisierenden Einfluss auf unseren Geist. Wir müssen nicht erst stundenlang fahren, um Natur erleben zu können. Wenn wir achtsam sind, können wir Natur in jedem Vorgarten, in Parks und Grünanlagen und in den Zimmerpflanzen im Büro entdecken. Konzentration gehört zur Achtsamkeit. Achtsamkeit und Konzentration treten immer als Pärchen auf. Denn erst die Konzentration lässt die Achtsamkeit andauern. Und zum Schluss noch einen Satz über rechte Anstrengung. Wenn wir uns entschließen, diesen vom Buddha aufgezeigten Weg, den edlen achtfachen Pfad zu gehen, dann sollten wir ihn mit rechter Anstrengung gehen. Unsere Schritte sollten leicht und friedvoll sein, entspannt und voller Freude. Denn das Ganze ist ein Reifungsprozess. Er braucht Zeit. Wir können nichts erzwingen. Es ist wie bei den Früchten an den Bäumen. Sie brauchen Sonne, Wasser und Erde und viel Zeit, um reif und gut zu werden. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben jetzt die Gelegenheit, noch ein paar Fragen zu stellen und danach dann ab 7 können wir eine Gehmeditation im Park machen, können dann mal Achtsamkeit üben beim Gehen, meditieren im Gehen, etwas sehr Schönes und das Ganze in der freien Natur, also so frei ein Park ist. Aber wir können das sehen, das Natürliche im Park, ja, das Leben im Park und können es einfach genießen. Vielleicht schon frische Luft jetzt und schön, dass es aufgehört hat zu regnen. Gut, ja, danke. Ja, gibt es Fragen von eurer Seite noch? Ja, natürlich, klar, aber es könnte ja sein, dass was ist. Also ich bin auch nicht beleidigt, wenn keiner eine Frage stellt, gell? Gerade gibt es mit diesen Entscheidungen, also wenn etwas zum Wohlwollendsten ist, ja, kann es
anderen oder der anderen Menschen ist, aber zu meinem eigenen. Oder wie war das denn? Ja, natürlich. Ich meine, der Buddha hat nicht gelehrt, dass wir immer und überall nachgeben müssen. Ja? Wenn jemand zu Unrecht etwas von uns haben will, dann kann es durchaus sein zu sagen, die richtige Antwort zu sein, nein, kommt nicht in Frage. Ja, also praktisch, ne? Wenn sich zwei streiten, kann die Lösung schon sein, dass der eine nachgeben muss und der andere nicht. Und das kann ich sein. Das kann schon sein. Aber es kann nicht sozusagen immer gewohnheitsmäßig sein, ohne groß nachzudenken. Ne? Wir müssen versuchen, das zu sehen, ja. Es geht jetzt um krasse Fälle, ne? Und meistens wird man Kompromisse finden. Aber es gibt eben auch krasse Fälle. Ne? Es ist keine Doktrin, dass wir immer nachgeben. Und genau, und aufopfern, genau. Richtig, ja, genau. Das muss nicht sein. Wir müssen schon denken, dass dieses Leben wertvoll ist, ja. Und dass wir es nicht hergeben für kleine Dinge, ne? Natürlich kann man sein Leben geben, ja. Aber es machen Buddhisten selten, ne? Aber es gibt's, ne? Auch in Vietnam haben sich Leute selbst verbrannt für den Frieden, ja. Also, das kann sein. Es war ein sehr schlimmer Krieg. Sehr viel Leid und haben einzelne Mönche und Nonnen sich entschieden, das zu tun. In Tibet ist es öfters passiert, aber das sind ganz extreme Situationen. Ne? Im Normalfall, wenn wir schon dieses Leben behalten und bewahren, um noch viel tun zu können in dieser Welt. Ja, das ist schon ein hohes Gut, das Leben. Und man ist natürlich durch diese Sichtweise auch sehr frei in den Entscheidungen. Es gibt ja keine strengen Regeln. Und verschiedene Menschen werden zu sehr verschiedenen Entscheidungen kommen, was das Beste ist für das Wohl des großen Ganzen. Aber das ist kein Problem. Wir sollten aus diesem Blickwinkel denken und handeln. Und wenn andere aus dem Blickwinkel denken und anders handeln, dann sollten wir die Größe besitzen, das tun zu lassen. Natürlich können wir ihnen sagen, warum wir uns anders entschieden haben. Aber wir müssen damit leben können, dass sie ihren Weg gehen.